Also wir kommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag und heute ist zu Gast bei mir Stefan Gelper. Er ist von den Grünen Bundestagsabgeordneter und er gehört leider zu denen, die am nächsten Sonntag am 11. Februar, wenn die Bundestagswahl von 2021 in Teilen wiederholt werden muss, zu den Wahlkreisen, wo gekämpft wird um seinen Job als Bundestagsabgeordneter. Ist das so? Erstmal herzlich willkommen. Guten Tag, guten Abend. Es ist so, dass dort in der Tat Wahlkampf stattfindet und zwar nicht zu knapp, weil 85% des Gebietes meines Wahlkreises wird Wahl wiederholt und da geht es dann schon um das Direktmandat. Ich bin auch auf der Liste, deswegen geht es wirklich um diesen Punkt, aber ja, jede Stimme zählt, klar, deswegen standen wir jetzt auch im kalten Wetter da seit dem 1.1. auf den Straßen, haben Plakate gehängt, haben viele, viele Gespräche geführt. Machen wir sonst auch, aber dann im Wahlkampf schiebt sich ja noch mal stärker zusammen. Und ja, ist immer wieder eine interessante Zeit. Ich sage aber eins ganz, ganz persönlich, Wahlkampf macht mir persönlich Spaß, im Sommer aber mehr. Hoffen wir, dass diese Wiederholungswahl nicht nochmal wiederholt wird. Tatsächlich, das ist ein Feedback, was ich sehr häufig bekomme oder bekommen habe. Inzwischen hat sich es, glaube ich, so durchgefressen, die Information. Viele haben gefragt, wieso wird denn nochmal die Wahl wiederholt? Weil ja quasi im letzten Jahr die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus war, also Berlin, das Landesparlament. Und jetzt, dass kaum noch jemand auf dem Schirm hatte, dass man nochmal jetzt auch für den Bundestag wiederholen muss. Da haben wir, glaube ich, viel erklären müssen. Man kann diese Entscheidung des Verfassungsgerichts sicherlich auch doof finden, aber es ist nun mal so entschieden worden und deswegen muss man dann damit umgehen. Wie ist denn die Stimmung so auf der Straße? Hat sich die wesentlich gewandelt gegenüber der letzten Wahl? Also es ist natürlich immer ein bisschen anders, die Themen sind ein bisschen anders. Es ist aber so rein vom Grundfeedback her so ist. Im Winter 90% haben eine Mütze auf und Kopfhörer auf und nehmen den Zettel oder den Flyer und gehen halt weiter und so. Viele grüßen lieb. Es gibt Leute, die explizit Danke sagen, dass wir uns auf die Straße stellen. Aber es gibt natürlich auch Widerspruch, vollkommen klar. Ja, und was bewegt die Leute denn jetzt? Weicht das wesentlich ab von dem, was vor 2 Jahren der Fall war? Also es gibt, glaube ich, ein Thema, was viele Leute bewegt, ist wirklich Demokratie. Seit diesen Korrektivrecherchen zu dem Treffen von Rechtsextremen und AfD und so weiter in Potsdam, da kriegen wir viel Feedback, sowohl als E-Mail, als Brief, aber eben auch einfach am Stand. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, ihr werdet auch regelmäßig, vielleicht liegt es dann doch ein bisschen mir, auf das Thema Verkehr angesprochen, weil das in Berlin natürlich ein Dauer- und ein Riesenthema ist. Jetzt gerade mit den neuen Dingern nach dem Radwegestopp von Frau Schreiner und dem Straßenbahnstopp. Kommen wir gleich noch drauf. Und dem Spielstraßenstopp. Und jetzt noch die Magnetschwebebahn, wo alle denken, jetzt werden ja alle verrückt hier. Und da gibt es was zu berichten oder wie die Straßenverkehrsrechtsreform ist, wie das mit dem 49-Euro-Ticket weitergeht. Also das sind alles so Themen. Das Mietenthema ist groß und ja, in den letzten, eigentlich seit ja Monaten schon, aber jetzt am Stand kriegt man es noch mal ein bisschen mehr mit. Die Leute bewegt das Thema Ukraine, die Leute bewegt das Thema Israel, Gaza. Das, glaube ich, sind so die im Großen die Themen. Was heißt bewegt? Aber auch zum Beispiel Baumfällung an der Wollangstraße hatte ich ja auch. Ja, also so, das war auch raumnehmend. Was heißt bewegt die Leute in Nahost pro Israel oder pro Palästina? Alles. Also es ist tatsächlich, wird man davon mit allen möglichen Positionen angesprochen. Und tatsächlich ist es in der Israel-Frage für mich immer wichtig herauszuarbeiten, dass wir die Leute zusammenbringen müssen, hier in der Bundesrepublik, aber auch dort vor Ort, die quasi zusammen eine Lösung suchen, die zusammen dort den Frieden bauen wollen. Israelis und Palästinenser. Genau. Und haben Sie die zusammen? In der Bundesrepublik gibt es dort viele, die so denken. Also in Pankow zum Beispiel gibt es die Ahmadiyya-Gemeinde und natürlich auch eine jüdische Gemeinde. Und die sind in Kontakt miteinander und die reden miteinander. Und die wissen auch, dass das, was dort passiert, keinem hilft.
Und was besonders prekär ist, dass am 7. Oktober und in den Tagen danach ja insbesondere die, die das Miteinander auf palästinensischer wie auf israelischer Seite versucht haben zu bauen, die lebten ungefähr dort in diesem Grenzgebiet. Davon sind wahnsinnig viele gestorben in den ersten Tagen. Und da fehlt jetzt quasi was, was man wieder aufbauen muss. Und das sagt sich so leicht hier im warmen Raum, weil natürlich dort extremes Misstrauen, extrem viel Gewalt, extrem viel Verlust da ist, dort immer noch gekämpft wird von beiden Seiten, dort wahnsinnig viele Menschen in Gaza gestorben sind, wahnsinnig brutal am 7. Oktober vorgegangen ist und dort einfach das Vertrauen, die Grundlage weg ist, auf der man sowas bauen kann. Und da sind wir in der Bundesrepublik ein bisschen in der Pflicht, da den richtigen Ton zu finden und versuchen eben auch hier die Leute zusammenzubringen. Ich fand es zum Beispiel völlig falsch, der ersten Reaktion nach dem 7. Oktober, ich habe es emotional ein bisschen nachvollzogen, aber es war trotzdem völlig falsch, hier Demonstrationen von Menschen zu verbieten, die auf das Leid in Gaza hinweisen. Das dann ja jetzt noch greifbarer ist, als es vielleicht damals schon so war. Also natürlich darf man in Deutschland auf die Straße gehen und auf einen empfundenen Missstand oder auf einen realen Missstand hinweisen. So. Und dass das auch in Berlin am Anfang, in den ersten Tagen verboten wurde, war, glaube ich, nicht richtig. Und da habe ich auch der Innensenatorin damals einen Brief geschrieben und der Polizeipräsidentin gesagt, das sollten wir nicht machen, weil wir hier eben eine Kultur des Austausches haben. Und das heißt jetzt nicht, dass man nicht auch oder an der Seite Israels steht, weil natürlich dort was passiert ist, was kaputt gegangen ist. Und ich sage aber auch, auf der Seite Israels stehen heißt auf der Seite Israels stehen und nicht nur auf der Seite der Regierung von Israel stehen. Ja, deswegen wurden ja die Demonstrationen hauptsächlich verboten, weil da aufgefordert wurde, Israel zu beseitigen. Free Palestine heißt im Grunde übersetzt Juden raus, Palästinenser rein. Und das wiederum meine ich jetzt gerade nicht. Klar, auch diese Meinung haben bestimmt viele Menschen, aber auf das Leid in Gaza hinzuweisen, auf die Schandtaten des 7. Oktober hinzuweisen, die dort so von der Hamas begangen wurden. Das ist doch alles legitim. Das ist doch vollkommen richtig, da diesen Punkt zu machen oder das machen zu wollen. Dann quasi antisemitisch eine Demo zu organisieren und so weiter oder zu Gewalt aufzurufen. Klar, da gelten unsere Gesetze, die gelten dann für alle. Aber nicht das Demo-Thema als solches, wenn man quasi auf einen Missstand hinweisen will. Das sollte man nicht verbieten. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch einen Schritt weiter. Jetzt genau so ist es jetzt. Mhm. Ne? Und deswegen ist es auch gut gewesen, diesen Schlenker zu nehmen. Kommen wir wieder zu Ihrer zur Innenpolitik zurück, zu Ihrem Wahlkreis, zu Ihrem Wahlkampf. Ja, es sind noch 5 Tage oder 6 Tage. Nächsten Sonntag wird gewählt. Was bewegt die Leute denn in Ihrem Wahlkreis ganz privat? Dass es immer noch zu wenig Radwege gibt, dass die Verkehrssenatorin ihre Pläne geändert hat? Interessiert das die Leute so wahnsinnig brennend? Also es ist schon so, in Pankow hat jeder Vierte das 49-Euro-Ticket. So. Und in Berlin übrigens auch. Ja. Und das heißt schon, die Leute gucken darauf, was wird denn damit? Und deswegen finde ich es persönlich, auch ganz persönlich als ein Erfolg, dass wir jetzt das 49-Euro-Ticket für dieses Jahr sichern konnten und so Zeit haben, wirklich ernsthaft mal an die Strukturen ranzugehen, wie dieses Ticket jetzt, dieses bundesweit gültige Ticket jetzt à la longue etabliert wird, wie man da redet und zwar nicht immer aufgeregt auf irgendwelchen Ministerpräsidenten oder Verkehrsministern, irgendwelchen Runden in Hinterzimmern und so weiter, sondern da braucht es ein offizielles Verfahren, nicht so diese informellen Runden, um darüber zu reden, wo die Verkehrsbetriebe am Tisch sitzen, die Verkehrsverbünde, ja natürlich auch den Ministerien, alles klar, aber dass das dann logisch reinkommt, das bewegt die Leute schon. Natürlich bewegen auch die fehlenden Radwege weiterhin Menschen. Der Bahnstreik hat sehr, sehr viele Menschen sehr stark bewegt, überhaupt das Schicksal der Bahn, wie das jetzt weitergeht, dass wir da sehr, sehr viel Geld reintun und trotzdem das gerade dann ehrlich gesagt fast nur dafür reichen wird, dass wir mal ordentlich durchsanieren. So, und da sind wir noch überhaupt nicht beim Neubau. Das irritiert und ärgert viele Menschen und das nehme ich dann noch mal mit und als Bestätigung, weil sehe ich ja ganz genauso. So, und arbeite ich auch daran, dass da jetzt die Bahn viele Milliarden mehr bekommt, ist nicht zuletzt auch für die Grünen. Wer soll denn das alles bezahlen?
wo soll denn das Geld herkommen? Der Herr Lindner sagt, habe ich nicht. Der Herr Lindner hat gesagt, das Geld haben wir jetzt gefunden. So, deswegen haben wir es ja auch im Haushalt verabschiedet. Also wir haben da sehr gerungen in der Ampel, dass wir das darstellen können. Es gab auch Gegenwind, weil wir die Lkw-Maut auch teils dafür erhöht haben. Mhm. Und da auch ich dann am Brandenburger Tor vor ein paar tausend Lkw-Fahrerinnen und Fahrern dort Rede und Antwort gestanden habe, was natürlich nicht nur leicht ist, vollkommen klar. Aber es geht ja eben nicht nur um den Lkw oder den Zug, es geht um die Transportbranche und wie man die optimal aufstellt. Und ich sag mal so, wir haben Fahrermangel bei Lkw, also in der Lkw-Speditionsbranche. Die Autobahnen sind an vielen Stellen überlastet. Also nichts liegt näher, als quasi einen Teil auf die Bahn zu verlagern. So, da muss die Bahn aber funktionieren. Hör ich schon seit 30 Jahren. Genau, seit 30 Jahren hört man das. Und seit 30 Jahren wird da zu wenig Geld reingetan. Und jetzt holen wir auf. Ja, das sagt Stefan Gelper. Wir machen eine kurze Werbepause, dann sind wir wieder da. Stefan Gelper gehört zu den Abgeordneten, die um ihre Wiederwahl kämpfen müssen, nächste Woche Sonntag. Deswegen habe ich ihn heute noch mal eingeladen vor der Wahl, um zu hören, womit er die Leute überzeugen will, dass das Kreuzchen bei Stefan Gelper steht. Erste Stimme Stefan Gelper, zweite Stimme Bündnis 90 Die Grünen. Ja, das wiederholen wir noch mal und nach der Werbepause. Bis gleich. Zurück in der Sendung aus dem Bundestag, zusammen mit Stefan Gelper, er ist Bundestagsabgeordneter der Grünen und will das auch bleiben, denn nächste Woche Sonntag wird gewählt, am 11. Februar, Wiederholungswahl, und da ist Pankow ganz schwer betroffen. Ja, und er muss das Direktmandat gewinnen, sonst ist er nämlich draußen. Ich muss das Direktmandat gewinnen, ansonsten kommen andere rein, so wie ich es noch formulieren. Und dann sind wiederum andere draußen. Es ist eine sehr verrückte Wahl, weil tatsächlich in Berlin ja auch nicht vollständig wiederholt wird, sondern ein großer Teil von Pankow, ein größerer Teil von Reinickendorf, Charlottenburg, Wilmersdorf ist auch stark betroffen. Und sonst diffundiert das so. Also Mitte 10%, 15%. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Also wenn Sie nicht gewählt werden, wenn sie gewählt werden, dann kommen einige, die auf der Liste sind, die fliegen raus und andere kommen rein. Also machen wir es mal andersrum. Wenn jetzt statt meiner einer zum Beispiel der SPD-Kandidat oder die CDU-Kandidatin gewinnen würde. Der SPD-Kandidat ist Klaus Mindrup. Genau, und die CDU-Kandidatin heißt Anders Kanitzki, ist die Verkehrsstadträtin. So, dann fliegt gleichzeitig jemand von der SPD zum Beispiel in Treptow-Köpenick raus. Das ist die Anna-Maria Trasnia. Wenn man wähle Anders Kanitzki... Was hat das mit Pankow zu tun? Ja, das ist die Verrücktheit dieser Wiederholungswahl. Deswegen versuche ich es zu erklären. Wenn die CDU-Kandidatin gewinnt, dann fliegt Ottilie Klein raus. Das ist die Generalsekretärin der CDU. So, und also solche interessanten Wirkungen hat das. Und tatsächlich der Grundsatz ist erstmal für alle wählen gehen, weil sonst wird Berlin danach im Bundestag weniger vertreten sein, weil das auch einfach davon abhängt, wie viele Leute ihre Stimmen abgeben. Das ist hochspannend. Das sind also für Taktiker und so weiter ist das, glaube ich, eine sehr interessante Wahl, weil man quasi SPD-interne Aufstellungsversammlungen korrigieren kann oder eben auch nicht. So, weil wenn zu wenig Leute wählen gehen, dann so alles anders wird und so weiter. Also wieso ist das denn alles anders? Naja, es ist halt einfach so, der Bundestag als solches wird ja nicht, also da bleibt ja alles bestehen. Ja? Die Mehrheitsverhältnisse zwischen der Koalition und der Opposition, da wird sich nichts ändern. So, sondern es geht darum, wenn zum Beispiel kein Berliner wählen gehen würde, dann würden 5, 6, 7 Abgeordnete aus Berlin einfach weniger im Bundestag sitzen, von allen Parteien querbeet. Und das heißt eben auch, dass quasi Berlins Stimme und dadurch bestimmt wird, wie viele Leute eben aus Berlin im Bundestag sitzen. Also möglichst dann, hohe Wahlbeteiligung nächste Woche Sonntag. Und ich sag mal so, das ist sowieso sinnvoll, weil natürlich eine Reaktion aus diesen Recherchen zu Potsdam, zu dem AfD-Rechtsextremisten-Treffen, ja auch ist, viele Menschen gehen jetzt auf Demonstrationen, um zu zeigen, ich stehe für die Demokratie. Aber ich glaube auch einfach zu wählen und dann auch eine Partei aus dem demokratischen Spektrum zu wählen, glaube ich, das ist auch ein gutes Signal. Es ist die erste Wahl des Jahres.
Und davon geht natürlich ein Signal aus, wenn es nach mir geht, ein verkehrspolitisches Signal. Aber auf jeden Fall wäre natürlich ein demokratisches Signal sinnvoll. Sie sind ja nun, der Verkehrsexperte der Grünen im Bundestag und ein besonders begeisterter Radfahrer. Kommen wir nochmal auf das Thema. Wir hatten es vor der Werbepause ja schon angesprochen. Wie viele Radwege bleiben denn jetzt im Verkehrswegeplan oder sind die alle gestrichen? Also tatsächlicherweise ist es so, dass im letzten Jahr die Mittel, die Berlin zur Verfügung stehen, teilweise von Bundesebene, deutlich geringer ausgeschöpft wurde als in den Jahren zuvor. Das ist misslich. Also das ist erstmal Geld, was quasi Berlin nicht abruft. Warum nicht? Das ist dieser berühmte Radwegestopp gewesen. Da sind ja ganz viele Planungen erstmal auf Eis gelegt worden. Natürlich darf jede Regierung erstmal überprüfen, was die Vorgängerregierung gemacht hat. Aber das muss man dann sehr schnell machen. Vor allem sollte man gucken, ob man wirklich Geld liegen lässt. Vor allem, wenn man dann teilweise die Planung doch unverändert weiterführt. Es sind aber auch Radwege einfach gestrichen worden, die ausgebaut, neu gebaut, modernisiert, saniert werden sollten. Dafür war das Geld schon da. Das Geld stand bereit, genau. Das sind Bundesgelder aus dem Programm Stadt und Land, die jetzt da nur bedingt abgerufen wurden. Warum macht man denn das? Das, also die einfache Antwort ist, ist Ideologie. Die schwierige Antwort habe ich nicht. Ich habe da einiges gesehen, wo ich grüble. Also das letzte Ding kam jetzt letzte Woche raus, der sogenannte Spielstraßenstopp. Da ist durch eine Äußerung der Senatorin und von einigen Bezirken quasi gesagt worden, dass sie das jetzt doch wieder alles ganz anders machen wollen, weil sie rechtliche Bedenken haben. In dem Thema stecken sie sehr tief drin. Es geht um temporäre Spielstraßen. Das heißt, es gibt Straßen, wo man dann am Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr das mal absperrt und dann Kinder einfach auf der Straße spielen können, so wie früher. Ja. Und da war lange Zeit das ein Rätsel, wie man das macht rechtlich. Ich habe dann ein wissenschaftliches Gutachten im Abgeordnetenhaus noch in Auftrag gegeben. Sie sind ja Rechtsanwalt. Ja, aber das ist ja dann bloß erstmal eine Meinung, ich kann sie nicht durchklagen. Und habe dann die Bundesregierung, also der Bundestag war auch nochmal gefragt, und die haben glasklar gesagt, das geht und zwar so und so. Und dann war die Nummer durch und die Bezirke haben es gemacht. Also viele Bezirke haben dann Spielstraßen eingerichtet, sodass wir 2021 so 20, 30 Spielstraßen hatten. Teilweise nur temporär. So. Und jetzt wird das wieder zurückgedreht. Und also ich verstehe es nicht, warum. Ja, also, weil, also die schon in Takt gesetzten Spielplätze auf den Straßen werden wieder aufgehoben. Oder, also gerade wenn es temporär ist, dann macht man die natürlich nur, also was heißt natürlich, aber dann macht man die eher im Sommer. So, das heißt, immer im Frühjahr beginnt man dann das wieder zu beantragen oder wie auch immer. Und es gibt auch zum Beispiel einen Tag, wo quasi berlinweit Spielstraßen gemacht werden. So. Und genau um diese Tage geht es. Und daran wird jetzt rumgemerkt und gesagt, das wäre alles ganz kompliziert und das soll doch bitte eine Veranstaltung sein, die man dann kostenpflichtig beantragen muss und so weiter. Also Bürokratie. So, und das versteht ehrlich gesagt keiner. Das ist, hat jetzt Manja Schreiner auch so halb zurückgedreht im Ausschuss, im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Aber das Signal an die Bezirke ist klar, wer immer schon das nicht wollte, sagt jetzt, oh, es gibt rechtliche Bedenken. Das müssen wir erstmal genau prüfen. Das ist so schade. Das ist wirklich, weil ich will jetzt nicht mit dem alten Spruch kommen, hat denn jemand mal an die Kinder gedacht? Aber ehrlich gesagt, das ist es. Hat denn mal jemand an die Kinder gedacht? Ja. Und da geht es jetzt auch nicht um die Leipziger Straße oder um die Karl-Marx-Allee, sondern es geht um so Straßen wie die Tassow-Straße im Weißensee, die wahrscheinlich berlinweit genau die Leute kennen, die da drin wohnen. Ja, so. Ich wollte gerade. So, und die wird dann halt mal für einen Tag abgesperrt. Ja, ja, das ist doch okay. Und da fahren da 20 Autos vorher durch und deswegen gibt es Rabatz. Deswegen, ja genau, so. Und das verstehe ich halt nicht. Oder den Tramstopp, auch der war ja bereit in der Presse. Da sind alle Straßenbahnstrecken nochmal auf Hold gestellt worden, sich angeschaut worden. Und zum Beispiel ist jetzt in Blankenburg eine verändert worden. Die soll jetzt nicht mehr bis zum S-Bahnhof gebaut werden, sondern bleibt ein paar hundert Meter davor stehen. So, die Behauptung ist, damit schützen wir Kleingärten. Ja, wenn man das quasi mitten durch die Kleingartenanlage dort legen will, dann würde das Kleingärten kosten. Man kann aber auch gucken, ob man es entlang der Straße packt. Darüber kann man ja diskutieren. Da bin ich auch vollkommen dabei. Aber es ist einfach nicht sinnvoll. Also das, also da fehlen mir fast schon die Worte, um das zu beschreiben, weil dass man eine Straßenbahn irgendwo im Feld enden lässt, statt es
bis zum S-Bahnhof zu führen. Das ist doch denklogisch, dass da die zweite Variante die richtige ist. Und die Schienen am Potsdamer Platz bleiben weiterhin ungenutzt. Genau, die Strieder-Schienen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, sind die noch drin? Ja. Ich muss noch wieder da lang. Ja. Ja, die sind ja quasi mal reingelegt worden. Ich glaube, die sind sogar nicht legalisiert worden. Stehen bald unter Denkmalschutz. Ja, die tatsächlich, auch diese Strecke ist jetzt, wenn ich es richtig weiß, wieder im Feuer, dass man überhaupt dahin bauen will als Ziel. Ja, ich verstehe es nicht. Und stattdessen wird uns sowas aufgetischt wie, wie sollen wir über Magnetschwebebahnen nachdenken. Ich habe überhaupt nichts gegen Magnetschwebebahnen, aber ich sag mal, erstmal die Hausaufgaben machen. Und da gibt es viel zu tun in Berlin, bevor man sich irgendwelchen Wunschträumen hingibt, die übrigens auch bundespolitisch nicht verankert sind. Das heißt, dass im Gegensatz zur Straßenbahn, wo ja der Bund wesentlich, also einen ganz wesentlichen Teil bezahlt, ja, bei der U-Bahn, S-Bahn auch, ne, das bezahlt ja Berlin, das bezahlt ja der Bund im Wesentlichen. Bei der Magnetschwebebahn ist das mal mindestens offen. Mindestens. Was ist mit der 100? Da sind wir, ist ja der 16. Bauabschnitt so im Bau. Gibt es einen Streit zwischen Bundes- und Landesebene, wer jetzt für das Anschlusskonzept verantwortlich ist, weil da gibt es keins. Wie lange ist das Ding in Planung? 20 Jahre? Bestimmt. So, und ja, vor allem ist es jetzt schon im Bau, es ist kurz vor Fertigstellung. Es sollte dieses Jahr fertig sein. Es gibt kein Anschlusskonzept. So, und damit wird es dann auch nicht eröffnet. Ja, die Autobahn wird abgesperrt, bleibt so wie sie ist, fährt kein Auto. Es braucht einen Anschluss, ein genehmigtes Anschlusskonzept, also quasi Verbindung, weil sonst, Also muss ja irgendwo hinführen und dazu brauchst du ja ein paar Ampeln. Da kommen ja nicht 10 Kleckerautos dann, sondern kommen richtig viele Autos dann. Also das, was wir auch mal gesagt haben, dass es nicht so sinnvoll ist, richtig viele Autos in den Friedrichshain reinzuleiten. Also da musst du zumindest ein Konzept dafür haben, wie du das dann managst, wie die Ampeln aufeinander abgestimmt sind, wie die An-, Ab- und Zufahrten sind. Ja, wie geht denn das jetzt? Da ist die Autobahn GmbH aufgefordert, sich mit dem Land Berlin ins Benehmen zu setzen, weil das wird nur zusammen funktionieren. So, und bis jetzt war immer so Beamten-Mikado, keiner bewegt sich. Und der 17. Bauabschnitt, also der dann quasi unter dem Ostkreuz durchführen soll, da gibt es jetzt noch nicht mal eine ordentliche Planung. Wie gesagt, es wäre auch irre, diesen neuen weiteren Abschnitt zu bauen. Extremst teuer. Man zieht Verkehr noch mal tiefer in die Innenstadt rein. Man will jetzt neuerdings nicht nur unter dem Ostkreuz lang bauen, sondern auch noch unter der Spree, was in den bisherigen Planungen nicht vorgesehen war, was es noch mal teurer macht. Ich sag mal, da vernichten wir ein Stück Berlin. Ne, weil dort sind die Clubs, weshalb die Leute nach Berlin kommen, also die Wilde Renate, wie sie alle heißen. Dort sind Wohnungen, dort ist eine Schule, wo der Schulhof dann gekillt wird. Dort könnte man auch noch weitere Wohnungen bauen. Dort ist Gewerbegebiet. Also dort ist das, was wir gemeinhin als Berlin bezeichnen. Und wir bauen da, ja. Da kann ich nur sagen, hoffentlich kriegen Sie genug Stimmen nächsten Sonntag, dass Sie da weitermachen können. Die Arbeit weitergeht, genau. Ja? Ja. Sonst müssen Sie Ihr Rechtsanwaltsbüro wieder aufmachen. Ja, das ist jetzt keine Schreckensgespinst, sage ich mal, aber ich mache sehr gerne Politik. Das ist ja durchaus anstrengend und zeitintensiv, aber. Also, Pankow, Stefan Gelber steht zur Wahl am Sonntag wieder mal. Und ich hoffe, es gelingt. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und nächste Woche Montag wissen wir dann, wie es gelaufen ist. Dann ist der Kollege Heimann von der SPD hier, von der CDU hier, mit dem ich über das Ergebnis dann diskutieren werde. Vielen Dank für heute, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis Sonntag wählen gehen und dann bis Montag für unsere Analyse sind wir wieder hier. Danke und tschüss.